Jo, servus und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns den Bitcoin an und gehen da ein bisschen genauer drauf ein und nehmen uns den mal unter die Lupe. Und ich finde den Token ziemlich spannend, weil ich zugegebenermaßen den Presale und alles drumherum verpasst habe, allerdings viele negative Dinge darüber gehört habe, die man auch durchaus verstehen kann. Also zum Beispiel der ganzen Tokenomics und die Art und Weise, wie Werbung gemacht worden sind, dass eben viele auch schon sofort verkauft haben und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz zählt man immer die Toten nach der Schlacht und in puncto Preisanstiege macht dem Bitcoin derzeit keiner was nach. Gucken wir uns gleich an. Im Endeffekt will ich Folgendes vorab sagen. Meme-Coins sind letztendlich immer sowas wie Russisch Roulette, man weiß nie, was drin ist. Und im Endeffekt ist jeder Meme-Coin Quatsch und Bullshit. Aber kann uns doch scheißegal sein, wenn so ein Token irgendwann mal 10.000 oder 100.000 X macht und man damit verdient, ist doch alles in Ordnung. Im Endeffekt wollen wir das doch alle und daher ist doch alles gerechtfertigt. Ich selber bin hier nicht investiert, sage ich ganz klar. Ich selber bin auch nicht in Marketingaktionen involviert, sage ich auch ganz klar. Das heißt, ich bin hier ganz neutral. Wir gucken uns den jetzt folgendermaßen an. Das Erste, was man hier braucht, ist natürlich, dass wir uns mal den Kurs angucken. Wenn wir den haben, dann schauen wir uns genau auch mal an, wie alles aufgebaut ist, sprich, wie zum Beispiel die Holder verteilt sind, wie viel die ersten 10 haben und so weiter und so fort. Ich persönlich bevorzuge den DEX Screener. Es gibt jetzt auch DEX Tools oder andere Seiten. Und was ich hier mal ganz gut finde, hier hat man eben einen guten Überblick. Und zwar sehen wir hier, okay, 6,7 Millionen Liquidität. Davon sind 99,95% gelockt. Das heißt, die können nicht jetzt einfach so abgezogen werden. Das heißt, damit ist schon mal ausgeschlossen, dass es ein Rugpull gibt. Die Market Cap beträgt 88 Millionen. Da immer wichtig zu wissen, Market Cap heißt nicht Liquidität. Das heißt, es gibt hier nicht 88 Millionen, die drin sind, sondern eben nur, in Anführungszeichen, nur 6,7 Millionen. Also durchaus ziemlich spannend für einen Meme-Coin. Hier sehen wir, okay, der hat in den letzten 24 Stunden 16,7% zugenommen. Und wir sehen auch das Volumen von 16,7 Millionen. Das ist echt gigantisch. Also für so einen Token Wahnsinn. Ansonsten, was können wir uns hier noch rauslesen? Wir gehen jetzt ein bisschen runter, Wir sehen, der läuft hier auf Solana. Und wenn wir jetzt hier oben sehen, okay, da sehen wir das Dollarzeichen und Bier. Und dann sehen wir hier so zwei Papiere, also Copyzeichen A, U, J, T, J. Das kopieren wir uns schon mal. Dann haben wir nämlich auch die Kontraktadresse. Jetzt können wir uns noch ein bisschen sowas angucken. Hier, Achtung, 2500 hypen das Ding. Aber jetzt schon, wie ich finde, verdammt viele, wo sagen, hey, pass mal auf, das Ding ist scheiße. Ja, das ist so der Stimmungsbarometer, würde ich sagen. Und rechts diese Red Flag ist sagen, okay, hier sind einige der Meinung, das Ding ist Scam. Also insgesamt, wenn wir sagen, okay, Feuer und Rakete machen ungefähr 2000 aufgerundet 700 aus. Aber wenn wir jetzt sehen, schon über oder knapp 350 bis 400 sind der Meinung, das Ding ist nichts. Also im Endeffekt sehen wir, hier gibt es viele Hater und Futter. Und das natürlich nicht zu Unrecht. Ich habe schon gesagt, gerade im Presale sind einige gut bezahlt worden fürs Marketing, die dann einfach gedumpt haben, denn war es letztendlich scheißegal. Das ist dann natürlich eine Gerechtfertigung, dass man sagt, okay, das Ding ist scheiße. Auf der anderen Seite, wenn der Kurs so explodiert, scheißegal, was andere sagen, jeder, der reingegangen ist, sollte Recht behalten, muss man auch so sehen. Ne? Aber uns ist jetzt mal wichtig, dass man vielleicht auch mal hier, oder ich zeige dir mal, was wir hier noch machen kann. Man kann sich jetzt den Chart mal anzeigen lassen und dann die Transaktionen. Und dann sehen wir hier natürlich, okay, das ist jetzt in den letzten Minuten. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, okay, jede Kerze ist jetzt 4 Stunden alt. Okay, uff. Und dann sehen wir, wow, der Token, der ist zum 5.26. richtig steil gegangen. Da war er mal bei ungefähr 130 Millionen, nee, ein bisschen weniger. Es gibt ein Burning, wie es aussieht hier. Und wir gucken uns das jetzt mal Folgendes an.
Was will ich dir hier zeigen? Und zwar, was ich zum Beispiel richtig cool finde, wir sehen jetzt hier 15.202 Holder, das heißt aber noch gar nichts. Viele Leute, gerade von erster Stunde, sind da möglicherweise auch mit Multi-Wallets drin. Das heißt, die haben vielleicht 20, 30, 50, 80 mal gekauft und können dann immer verkaufen. Was ich hier ziemlich cool finde, ist, wenn du zum Beispiel jetzt hier, sagen wir mal, oben den Verkäufer bei 434 siehst, dann könnte man jetzt rechts da auf den Trichter gehen. Hoffentlich bin ich jetzt nicht verrutscht. Irgendwas ist schiefgelaufen gerade. Gehen wir nochmal zurück. So, da unten bei 434 müsste ich rechts auf den Trichter jetzt kommen. Und dann können wir zum Beispiel auch genau verfolgen, okay, diese Person mit dem QO6UP sehen wir genau zum Beispiel, der hat jetzt 12 Mal gekauft für 1.990 und hat jetzt schon insgesamt 9 Mal verkauft und hat 2.804, also der hat jetzt 806 Dollar verdient, ne? Also 12 kleine Käufe oder große Käufe und 9 Verkäufe und hat 806 zum Beispiel Gewinn gemacht. Und so könntest du dir jetzt hier als Beispiel, wenn wir da jetzt reingehen, auch einfach Kontaktadressen angehen und explizit suchen. So könntest du zum Beispiel Personen der ersten Stunde suchen, die du eben die Kontaktadresse hier findest und könntest genau nachvollziehen, okay, da ist einer vor dem Listing rein oder rausgegangen. Du könntest hier zum Beispiel jetzt auch nach Wale suchen, das heißt nach Preisen, die jetzt hier groß sind. Du kannst sagen, okay, wir gucken mal, jeder, der über 10.000 gekauft oder verkauft hat. Okay, hier finden wir jetzt nichts. Vielleicht finden wir was über 2.500. Und dann könntest du jetzt hier auch genau gucken. Ah, ne, warte mal. Ich habe hier noch die Kontaktadresse drin. Ich muss hier jetzt auf Apply gehen. Und das ist dann jetzt halt spannend. Wir können jetzt mal gucken, ob wir jemand über 10.000 finden. Und dann würde man genau sehen, okay, ist jetzt jemand vielleicht rausgegangen aus erster Stunde? Oder Moment mal, ich habe doch jetzt 10.000 angegeben. Über 10.000. Ah, ich bin schon wieder verrutscht. Und dann sehen wir, boah, da hat jetzt gerade einer von 14 Millionen 41.000 gemacht. Und da könnte man es zum Beispiel angucken, okay. Nee, Bullshit. Da hat einer für 41.000 gekauft. Holla, die Waldfee. Da hat einer für 41.000 gekauft. Der hat jetzt schon 57.000 minus. Boah, das ist ja heftig. Wir gucken mal, was im Verkauf ist immer rot. Da hat einer zum Beispiel für 47.000 verkauft. Da hat einer für 5,6 Millionen gekauft und für 5,7 Millionen verkauft. Also das ist meiner Meinung nach ein Bot. Das kannst du zum Beispiel mit Sniper oder Frontrunning-Bots machen. Der hat 32.200 gemacht. Sniper-Bots sind vielleicht noch Grauzone, aber gerade so Frontrunning-Bots ist schon meiner Meinung nach schwarz. Das ist also, du gehst da kurz eine Millisekunde rein und raus, so wie du es jetzt hier siehst, vor 35 Minuten, da ist einer für 47.000 rein oder und raus und dann machen die dann natürlich Fettgewinne. Wir gucken mal, ob wir da irgendwas anderes sehen. Die Riesenbeträge sind meistens, wie wir jetzt sehen, hier Frontrunning-Bots. Was ist das für einer hier? Der ist mit 197.700 insgesamt rein, hat 147.000 eingenommen, ist jetzt bei minus 50.000, hat aber zum Beispiel jetzt hier noch 60.000. Gut, jetzt weißt du, wie das funktioniert. Das wollte ich dir nur mal gezeigt haben. Das ist ziemlich spannend. Da kannst du dann eben Recherchen antreiben. Das solltest du immer machen, bevor du einfach blind reingehst, nur weil irgendwelche Leute irgendwo rein oder rausgehen. Vielleicht mache ich auch mal ein Video, um dir zu zeigen, wie man das mit den Bots macht, beziehungsweise bleib einfach bis zum Ende dran, kann ich dir sogar gleich zeigen. Wir gehen nochmal auf Info und so, wo wollen wir jetzt hingehen? Vielleicht finden wir hier auch schon Solscan. Nee, sehe ich jetzt hier nicht. Wir machen es jetzt mal so. Wir kopieren jetzt, wie gesagt, hier unten die Kontaktadresse. Jetzt gehen wir mal auf die Webseite solscan.io. Du kannst auch Etherscan machen, wenn es auf Ethereum läuft oder andere Scans benutzen. Und dann kann man eben jetzt diese Kontaktadresse angeben. Und dann sehen wir, okay, die Market Cap ist bei 87 Millionen, sind gerade 800,
88.888.628.915,52 da, 14.772 Holder. Das ist jetzt hier vielleicht, ja, hier langsamer, schneller, da gibt es halt eine Diskrepanz. Vorhin haben wir was gesehen von 15.000, warum auch immer. Jetzt könnte man hier zum Beispiel uns genauere Sachen angucken, und zwar auch über die Transaktionen. Könntest du dir jetzt hier alles anzeigen lassen? Könntest du jetzt zum Beispiel Adressen suchen und immer gucken, wann hat jemand verkauft oder gekauft? Und kannst du jetzt Transaktionen anzeigen lassen oder Holder? Und gerade jetzt hier bei den Transaktionen, du siehst, es gibt jetzt schon hier über 98.000 Aktivitäten. Das sind jetzt zum Beispiel Transaktionen oder zum Beispiel Claiming von Airdrops. Dann kannst du hier jetzt zum Beispiel an der Zeit nachgucken, okay, wenn jetzt das Listing als Beispiel vor 5 Tagen war, könntest du gucken, was gab es vor 6 Tagen schon Transaktionen. Und dann siehst du zum Beispiel, wie jetzt schon Beercoins von A nach B gewandert sind. Dann siehst du zum Beispiel hier, okay, das sind jetzt zum Beispiel die Influencer, Finfluencer oder andere, die bezahlt worden sind. Und so kannst du dann natürlich auch schon so ein Gespür bekommen, wie viel da rausgehauen wird. Und dann kannst du natürlich die Kontaktadressen suchen und siehst genau, wer hält jetzt noch oder wer hat schon verkauft. Alles ganz easy. Und wir wollen jetzt aber mal genauer gucken, was gibt es hier noch zu wissen. Da können wir jetzt die Seite SolSniffer nehmen. Der nimmt jetzt die Kontaktadresse von Solana Token unter die Lupe. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir das hier eingeben können. Sniff Tokens hier. Jetzt müsste ich gerade mal gucken. Muss man noch irgendwo. Ja, genau hier, apropos unter die Lupe nehmen im wahrsten Sinne. Jetzt geben wir hier wieder die Kontaktadresse ein. Und jetzt müsste der Bier-Token hier kommen. Und dann wird jetzt angezeigt, ob der sauber ist. Und hier haben wir jetzt eine grüne Flagge. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Bekommen aber dennoch hier jetzt einen Sniff-Score von 81 von 100. Das heißt, Restrisiken gibt es hier einige. High Risk wird hier angezeigt. Kann man das auch öffnen? Und zwar, ja, hier geht es darum, Private Wallets hold significant supply. Das heißt, es gibt eben einige Wale. Das heißt, die große Tokenanzahl halten. Das Problem bei solchen Projekten ist allerdings auch ein anderes. Wenn du jetzt zum Beispiel 3 Leute hättest, die jeder von denen über 5% hält, hast du natürlich ein gewisses Risiko. Aber durch die Multi-Wallets könnte ja auch einer zum Beispiel 1000 Wallets halten mit kleinsten Prozentsätzen. Wenn er die allerdings alle verkaufen könnte, hätte einer vielleicht alleine 15, 20, 25%. Ist möglich, gerade deshalb, weil am Anfang, wenn der Kurspreis noch so niedrig ist, man sich ja da selbst die Taschen voll machen kann. Das heißt, die Devs, also die Developer, die den Token machen, sind natürlich immer im Vorteil und können da ganz leicht den Markt manipulieren. Also die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Ding irgendwann komplett Richtung Null geht, würde ich sogar sehr hoch einschätzen, weil irgendwann, wenn man merkt, ey, da ist die Luft raus, weißt du was, ich vergolde jetzt einfach meinen Einsatz, ich hau da jetzt ab, ist durchaus gegeben. Also mich persönlich würde es nicht wundern, wenn der Token in den nächsten paar Wochen unter 10 Millionen, vielleicht sogar unter 1 Million ist. Das heißt, von jetzt an das über 80-fache verliert. Also kann ich mir gut vorstellen. Kann natürlich in die andere Richtung gehen. Man weiß es nicht. Wie gesagt, das hätte wahrscheinlich nach dem Presale auch keiner gedacht, dass es so hoch geht. Low Liquidity Provider Count. Das bedeutet, dass die Liquidität an und für sich ganz gut ist, das haben wir gesehen mit 6,7 Millionen oder so. Allerdings gibt es hier nicht viele verschiedene Anbieter. Du kannst es ja auf ganz verschiedenen Plattformen anlegen, dass du auf verschiedenen Plattformen Liquidität hast. Das ist hier nicht gemacht. Das ist grundsätzlich auch immer was, wo riskant einzustufen ist. Und newly deployed contracts lack a proven track record. Ja, gut, das ist. Auf der anderen Seite muss man hier sagen, ja, da sind jetzt alles grüne Dinge, aber das muss man natürlich auch relativieren. Wenn da jetzt steht hier,
keine Scams sind mit der Owner Wallet in Verbindung zu bringen. Ja, sorry, glaubst du wirklich, einer, der scammen würde, wäre so blöd, würde die gleiche Wallet nochmal benutzen? Und was auch wichtig ist, oder was unwichtig ist hier so, ja, die Top 10 Wallets sind hier gut balanced in puncto Ownership, wobei wir oben hatten, was hatten wir oben hier als Risiko? Dass Private Wallets significant Supply halten. Also gut, du willst dir normalerweise auch dezentralen Plattformen Liquidität geben. Das gibt es hier scheinbar nicht. Soll das wobei aber im Pre-Sale geben, laut Seite. Balanced Ownership in Top 20, das hat halt auch gar keine Aussagekraft. Weil was ist, wenn die Top 20 zwar nur wenig halten, aber jeder von denen, oder wenn die Top 20 jetzt zum Beispiel einer Person gehört, das wissen wir halt nicht, ne? Also das hat keine Aussagekraft, überhaupt keine. No concerning metadata found, das ist sehr gut. Significant, also das heißt, da kann keiner jetzt irgendwie alles noch so ändern, sowas wie Webseite oder wie Anzahl der Token, dass es verwässern könnte. Immutable Metadata confirmed, das ist das gleiche jetzt hier, genau. Recent User Activity confirmed, ist auch gut. Ja. So, jetzt gucken wir uns das nochmal genauer im Bot an. Da gibt es verschiedene Bots. Ich gehe jetzt in den TTF-Bot rein, auch da wieder die Kontaktadresse angeben. Ich will dazu sagen, TTF-Bot ist sicherlich nicht der beste, den es gibt. Und auch hier kann man nicht sagen, das ist zu 100% risikofrei. Es gibt immer ein Risiko. Eines der größten Risiken, die man hier hat, ist meiner Meinung nach, wenn jetzt zum Beispiel die Entwickler und die ganzen Admins der Gruppe allesamt, keine Ahnung, 30, 40, 50, 80% halten und mehrere Wallets haben und dann eben zack, 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 alles verkaufen. Jetzt gucken wir uns das mal an hier. Okay, hier, der ist Owner hat renounced, das heißt, er kann keine mehr zum Beispiel jetzt die Verkaufsgebühr auf 100% setzen. Da ist jetzt 4 Tage alt, läuft das Solana 24 Stunden, bam, bam, bam. Volumen 16,34 Millionen ist überragend. 15.000 Holder haben wir schon gesehen, aber die Top 10 halten 39%. Und jetzt haben wir aber gesehen, okay, die Top 10 soll balanced sein. Okay, balanced heißt, ja, wow, der erste bis zum 10. halten alle 3,9%. Aber auf der anderen Seite stand auch, dass eben die externe Seiten jetzt eben, also dass es viele Private Wallets gibt, ja. Und das ist natürlich auch schlecht. Also Top 10 halten 40%. Und der hat hier Liquidität von 6,76 Millionen. Das heißt, die Top 10, wenn es wirklich Private Holder sind, könnten einfach mal so 40% abziehen. Wenn die Top 20 vielleicht 50-60% halten, da könnte vielleicht sogar 1, 2, 3, 5 Personen alles abziehen. Also meiner Meinung nach ist das hier ein Red Flag und das alleine wäre für mich zu 100% ein Grund, nicht reinzugehen. Ich müsste mir natürlich nochmal genau die Top 10 angucken, wer da drin ist. Das ist immer ganz wichtig. Man könnte natürlich jetzt auch da noch genauere zu den Holder, zum Beispiel da unten, könnte man sich jetzt noch genaueres angucken. Ja gut, da 30,4% müsste man jetzt erstmal wissen, okay, wer ist das? Ob das jetzt eine Person ist? Wenn es eine Privatperson ist, dann sage ich dir, lass die Finger weg. Wenn wir rauskriegen, nee, das ist jetzt hier eine Wallet, zum Beispiel dezentral, wäre das was anderes. Aber jetzt könnte man zum Beispiel hier noch eingeben, das sind aber trotzdem 0,5, 0,5, 0,5. Ich würde da niemals reingehen. Das sieht gruselig aus, um Gottes Willen. Gibt es ja vielleicht noch Wale? Das haben wir jetzt gesehen, 0. Also du kannst da hier schon genau einiges machen. Das finde ich ziemlich cool. Du kannst dir hier die Top 20, 50, 100 angucken. Wir haben jetzt hier nur einige Shrimps drin. Biggest Holder. Und dann könntest du dir jetzt hier rechts auch noch die Adressen anzeigen lassen, die hier. Die könntest du jetzt hier auch kopieren, diese Adresse hier. Und dann könntest du die da jetzt auch anzeigen lassen. Zum Beispiel hier siehst du HTTPS, bam, bam, bam. Und dann hast du FKC84. Die kannst du jetzt kopieren und die könntest du jetzt einfach bei Deckscreener angeben, so wie ich dir das vorhin gezeigt habe. Und du siehst alle Transaktionen ganz genau, wann, wo, wie viel Prozent die Person plus hat, beziehungsweise was das für eine Wallet ist.
Ist es eine Marketing-Wallet? Wem gehört die? Du kriegst alles raus. Und das ist eben das Coole. Also im Endeffekt kann keiner sagen, was, das war ein Scam, das konnte ich nicht wissen. Doch, kannst du. Du kannst hier alles rauskriegen. Gut, das haben wir jetzt noch, aber fairerweise muss man eins dazu sagen, und zwar, mein Ziel ist es nicht, irgendwelche Projekte schlecht zu machen, sondern mein Ziel ist es, jedem die Chance zu geben, für sich zu erkennen, ob das Projekt gut ist oder ob das Projekt schlecht ist, aufgrund seiner eigenen Recherchen und nicht aufgrund irgendwelchen Influencer, die dir das Grüne vom Ei versprechen, ja. Und hier sind wir jetzt in dem Bot drin, und wir haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Wir können den Token uns jetzt mal hier angucken lassen und hätten die Möglichkeit hier, oder beziehungsweise du müsstest jetzt hier erst eine Wallet in der Mitte anlegen, Wallet generieren. Das würdest du hier machen. Dann kannst du jetzt 2, 3, 5, 8, 10 machen. Das, was ich gerade meinte mit Multi-Wallets. Du könntest jetzt hier 10, 20, 50.000 Wallets anlegen, könntest dann einen Mini-Betrag einzahlen und könntest dann halt mal 1.000 Mal oder 10 Mal kaufen. Das ist halt krass, was man alles machen kann. Und ja, wie gesagt, du müsstest dann natürlich erstmal einzahlen. Das machst du hier oben bei Buy and Sell. Ich verlinke dir unten in der Videobeschreibung, wie das funktioniert. Und dann hast du hier Solana drauf. Du siehst jetzt, bei mir sind es gerade 0,0015. Muss aber dazu sagen, das ist nicht meine Hauptwallet. Ich habe mehrere, also auf verschiedenen Telegram-Kanälen. Und dann kannst du hier zum Beispiel auch mit so einem Sniper-Bot reingehen oder mit DCA etc. Also kannst dann hier Bam, dir ja Sniper holen. Gut, jetzt sind keine gesetzt. Dazu kann ich auch gerne mal ein Video machen, dass du Sniper drauf ansetzt, die für dich arbeiten. Also dieser Bot an und für sich, ich bin jeden Tag dabei, mit dem zu traden. Wenn du ganz einfach nur kaufen willst, klickst du Buy and Sell. Nee, erst musst du die Kontraktadresse angeben. Jetzt haben wir den hier. Und dann würdest du sagen, okay, ich klicke jetzt auf ein Soul, auf drei Soul, oder du kannst jetzt hier angeben, okay, ich will jetzt zum Beispiel 5,55 Soul eingeben, habe ich jetzt nicht, jetzt kommt natürlich Insufficient Balance, aber dann würdest du hier ganz einfach die kaufen können, innerhalb von Sekunden und verkaufen können. Das ist natürlich mega nice, vor allem wenn du dann auch in der Gruppe bist. Dann hier zum Beispiel auch den Beercoin suchen, kämst dann in so einen Kanal, und von dem Kanal könntest du dann in den Chat kommen, müsstest dann dich verifizieren. Das macht man hier mit dem Safeguard-Bot. Dann würdest du hier auf den Link klicken. Et voilà, bist du in der Gruppe drin, die zugegebenermaßen versteckt ist. Und dann hast du hier mit einem sogenannten Kaufbot auch die Möglichkeit, nachvollziehen zu können, jedes Mal, wenn größte Mengen gekauft worden sind. Hier das letzte Mal, jetzt vor 3 Minuten, hat einer für 8,698 Zoll gekauft. Und dann könntest du live quasi hier alles mitverfolgen. Hier auch mit dem Dex-Screener wieder. Und das ist dann natürlich richtig cool, weil da hast du dann die Möglichkeit, auch mit anderen zu interagieren, beziehungsweise kriegst dann immer die aktuellsten News mit. Keine Ahnung, um was geht es hier jetzt? Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, mega spannend. Und muss jeder wissen für sich, ob er da reingeht oder nicht. Ich persönlich würde nicht reingehen. Allerdings, wenn ich es machen würde, niemals mit irgendwelchen Wallets. Ich würde es mit dem Bot machen, weil es praktisch auf Telegram funktioniert. Der ist hier unten verlinkt. Meiner Meinung nach auch mega schnell und günstig, und kann ich nur empfehlen. Aber ja, wie gesagt, muss jeder für sich wissen. Ich gehe davon aus, dass der vielleicht noch steigt, aber ich vermute, dass der irgendwann gedumpt wird in den nächsten Tagen, wie Wochen. Aber lassen wir uns überraschen, ja? Schreib es gerne mal in die Kommentare, was du davon hältst. Und mit wie viel du schon gewonnen oder verloren hast, interessiert mich auch. Ansonsten komm auch gerne hier in die Gruppe rein. Finanzfüchsle, Crypto Trading nennen die sich. Da hast du die Möglichkeit, auch live eben die aktuellsten Token zu finden. Momentan ist ja gerade Make America Great Again, einer der spannendsten Token. Natürlich auch so einer wie Bitcoin, mega volatil. Muss natürlich jeder für sich wissen, ob er da rein will oder nicht. Aber wie gesagt, mega spannend. Ja, bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.